Ja, ihr Lieben, willkommen bei der Foodschau Food News Spezial FIBO 2022. Ja, die FIBO findet wieder statt. Die internationale oder besser europaweite, jetzt ist es in Deutschland, aber ist in Europa eine der größten Fitnessmessen. Hier geht es wirklich rein um den Bereich wirklich Fitness, Sport, Massagen, Sportgeräte, aber natürlich Fitnessernährung, auch normale Ernährung. Dafür bin ich ja da. Ihr wisst, ich liebe Food und dafür bin ich hier. Ich tue zwar auch ein bisschen Sport machen, auch ein blöder Satz, oder? Ich mache auch Sport, das sehen viele bei mir in der Story regelmäßig bei Instagram. Aber ja, ich laufe jetzt hier mal ein bisschen rum und guck mal, was ich für euch so entdecke. Heute ist hier relativ ruhig. Es ist Fachbesuchertag, wo ich da bin. Es werden 50.000 insgesamt erwartet an den 4 Tagen. Es gelten die aktuellen Corona-Maßnahmen. Ich habe eine Maske mit. Falls also einer erwähnt, hey, warum kriegst du keine Maske? Ich habe sie mit. Ich muss sie nicht tragen. Ich werde sie aber tragen, wenn es mir ab und zu voll wird. Aber wie ihr aktuell seht, ist noch nicht so viel los. Da habe ich genug Abstand. Und ja, ich gehe jetzt für euch über die FIBO. Mal gucken, was ich so entdecke. Und ich nehme euch natürlich mit und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, mal gucken, wie lang das Video wird. Ich glaube aber nicht so lange, denn es sind nicht so viele Aussteller wie auf einer Food. Ja, ihr Lieben, und ich habe einen Stand entdeckt, das interessiert mich ja immer. Hier gibt es Insekten zu essen von Entosus. Hier gibt es eine Grillen-Streichwurst, also wirklich eine Streichwurst aus Grillen. Sieht wirklich aus wie Leberwurst, schmeckt auch wirklich sehr, sehr ähnlich. Und dann gibt es natürlich auch ganz normal die Insekten mit Knoblauch, mit Chili, Salz, verschiedensten Sachen. Das sind halt verschiedenste Produkte. Ein sehr, sehr nettes Team, gerade mich kurz unterhalten mit denen. Wird auch immer interessanter natürlich, die Leute springen darauf auf an, weil das mal was anderes ist. Ja. Und ich laufe jetzt einfach mal weiter und guck mal, was ich hier noch so für Stände finde. Hier sind ja so ein paar kleinere. Das finde ich immer ganz schön. Ja, aber es ist wirklich noch sehr, sehr ruhig, was für mich natürlich sehr, sehr schön ist. Ja, ihr Lieben, und jetzt bin ich gerade bei Berbers gewesen. Die haben natürlich immer ganz viele interessante Sachen. Hier ist auch ordentlich was los. Alle wollen an den Ständen was mitmachen, probieren. Da gibt es auch so einen Hängenwettbewerb. Ja, und es gibt bald einen neuen Berbers-Riegel oder Berbers-Riegel, den Chocolate. Den habe ich gerade schon probiert. Den kann ich euch ja auch mal zeigen, wie der ausschaut. Das ist dieser hier. Das ist der neue Riegel. Der kommt jetzt nach Deutschland. Die Veganen kennt ihr ja schon. Den gibt es schon im Vegan. Und den. Und jetzt kommt halt dieser Chocolate Duff noch dazu. So schaut er dann aus. Ich habe ihn gerade schon probiert. Der schmeckt echt gut. Also wenn ihr Schokoladenfans seid, ist das ein leckerer Riegel. Ja, aber wie ihr seht, ist hier was los. Da sieht man gerade mal wieder einen hängen. Da gibt es diese Häng-Challenge. Wird jetzt auch langsam ein bisschen voller. Ich nehme euch jetzt aber einfach mal mit. Wir sind ja hier vorhin schon mal lang gelaufen, da kann ich euch so noch mal ein paar Stände zeigen. Ich wechsle dann immer wieder mal. So kriegt ihr ein bisschen Eindruck. Jetzt wird zum Beispiel was zum Thema Bodybuilding. Hier gibt es Performance-Produkte. Bio-Style, mit denen habe ich gerade gesprochen. Die haben ganz leckeren Tee, der steht da oben. Der ist wirklich gut, kann ich euch auch empfehlen. Sehr, sehr leckeres Produkt. Dann waren wir hier bei den Grillen, da war ich ja gerade schon mal. Hier gibt es auch Soft-Eis, da habe ich aber noch nicht ganz verstanden. Ja, hier gibt es ein paar Produkte von einer anderen Firma mit einem schönen Truck. Aber wie gesagt, hier sind einige Firmen vertreten, natürlich auch Mode. Also hier ist wirklich natürlich viel dabei. Ja, und es ist halt ein kleiner Teil der Halle. Hier werden so hauptsächlich auch viele Food-Produkte angeboten. Da ist gerade was umgefallen. Einige Stände haben noch gar nicht aufgebaut, ist auch sehr schön. Obwohl der Markt, oder besagt die Messe ja schon läuft. Aber man sieht, es ist relativ ruhig an den großen Ständen. Da ist halt ordentlich was los. Hier muss ich gleich auch nochmal vorbeischauen, mal gucken, was das eigentlich genau ist. Hier gab es Wassereis mit Alkohol, sage ich schon, ohne Zucker. Das habe ich auch schon probiert. Könnt ihr euch auch mal anschauen, das Wassereis von Wham. Ganz viele Leute natürlich, die auch Spaß haben. Das ist natürlich eine Fitnessmesse. Hier ist Wetterella, auch sehr zu empfehlen. Habe ich gerade probiert. Sehr leckere Aufstriche mit wirklich tollem Geschmack. Aber ihr seht, da hat so ein paar Firmen mal vertreten. Ich gehe mal einmal ganz kurz hoch, damit mir keiner ins Bild läuft. Aber wie gesagt, hier ist ordentlich zu tun. Viel los. Natürlich auch viele Sportler. Es ist natürlich eine Fitnessmesse. Und hier ist natürlich immer ordentlich was zu tun. Und dass ja fast alle in Muskelshirts oder Leggings rumlaufen. Außer ich. Ich laufe hier in meiner lockeren Jeans rum, Sweater drüber und entspannte Schuhe. Das ist bei mir ein bisschen anders. Ich bin ja jetzt nicht so der Sportler in der Form. Aber ihr seht, die Firmen tun hier alles, um natürlich auch die Leute anzusprechen, dass sie halt stehen bleiben. Hier drüben werden noch Shirts verkauft. Ja, das war der erste Teil. Ich drehe jetzt mal weiter meine Runde und bin gleich mal gespannt, was ich noch so entdecke, wo ich jetzt noch nicht mitgesprochen habe.
aber man sieht halt auch nochmal ein paar Produkte. Hier wird halt vieles getan, um natürlich Werbung für seine ganzen Produkte zu machen, die hier so vertreten sind. Oh, hier ist eine neue Erdnussfirma, da bleibe ich doch mal stehen. Ja, ihr Lieben, und jetzt laufe ich mal ein bisschen weiter. Und wie gesagt, hier auf der Messe geht es ja nicht nur um Essen, hier geht es natürlich auch viel um Sport. Und hier gibt es natürlich auch Fitnessgeräte. Also die Bundeswehr ist auch da, die ja auch ein bisschen was zeigen da hinten. Also es sind natürlich verschiedenste Stände. Ich quatsche immer wieder mal, wenn ich was Interessantes für mich sehe. Was ich jetzt gerade schon öfters hatte, also es waren echt ein paar interessante Themen dafür, aber wir werden natürlich auch viele Sachen verkauft. Es sind natürlich auch Influencer, sollen angeblich auch da sein. Ich bin jetzt nicht so in der Fitness-Influencer-Szene drin, darum ist das für mich relativ entspannt. Da muss man ja wirklich mal so sagen. Ja, aber wie gesagt, es gibt hier verschiedenste Sachen. Hier ist auch wieder ein Stand mit Proteinprodukten, Säften, hier gibt es wohl einen Challenge-Raum. Also es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viel. Nur, das muss man natürlich auch alles schaffen, dass man das auch alles gesehen hat. Jetzt kommt mal ein bisschen mehr freie Fläche. Ich laufe hier einfach mal ein bisschen weiter und gucke mal, was ich so für euch sehe. Aber wie ihr seht, es ist sehr, sehr ruhig heute. Es sind wirklich freie Stände. Ab, wie gesagt, Samstag, Sonntag. Also die Messe ist immer so an den zweiten Tagen relativ voll. An den anderen Tagen ist das immer relativ entspannt. Hier können wir auch mal so einen Blick drauf werfen, was hier noch so für Stände platziert sind. Vielleicht kennt ihr davon ein paar, die machen wohl Proteinsoßen, kalorienfreie Soßen. Hier hinten ist jetzt mal wieder nichts. Also die Halle ist nicht mal voll ausgelastet. Es gibt natürlich noch ein paar mehr Hallen, ich muss gleich mal gucken. Da hinten ist noch ein kleiner Essensbereich, da könnte ich auch noch mal hingehen. Essen geht für mich ja immer. Hier ist noch Gymshark. Ich laufe einfach mal ein bisschen rum und wenn ich wieder was sehe für euch, mache ich mal wieder auf. Aber so kriegt ihr einen kleinen Einblick von der FIBO. Da hinten ist die Hauptbühne. Die wird aber erst belegt werden, wenn hier halt wirklich auch ganz viele Gäste da sind und noch nicht jetzt die normalen Hauptbesucher oder wie gesagt Fachbesucher. Hier seht ihr auch nochmal einen kleinen Fitnessraum oder Fitnessstand mit Parkour, also ein bisschen Ninja-Warrior-mäßig von Toyota aus, wo die Leute ein bisschen was machen können. Also ihr könnt euch hier auch ordentlich austoben, kann man sagen. Das wird ja euch alles angeboten. Aber wer auf Fitness steht, wird auf der FIBO schon ein bisschen seinen Spaß haben. Ja, hinten sind dann Essenstände, die verkaufen das Essen. Das ist hier nicht gratis. Da muss man auch gucken. Es gibt also einen Pizzastand, einen Pulled Pork Burger Stand und noch einen kleinen Tandoori Ananas Chicken, also einen kleinen Curry Stand. Ja, aber das sind sie. Ich finde den Truck relativ geil. Das ist ein geiler Food Truck, muss man einfach sagen. Da seht ihr auch mal die Rezepte, was es hier so gibt und was das dann natürlich hier auf der Messe dann auch kostet. Messepreise sind immer ein bisschen teurer, aber ein Foodtruck-mäßig ist das schon ein geiles Gerät. Ja, ich laufe mal weiter. Wie gesagt, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich was Interessantes sehe. Ja, wie ihr seht, gibt es hier auch so eine Strongman-Area. Und man sieht ja gerade eine Dame, die es jetzt gerade probiert, diese riesen Kugel hochzuhiften. Oder zu liften, nicht zu hüften. Und das ist natürlich schon ein Projekt, wenn du... Ich will nicht wissen, wie schwer diese Kugel gerade ist. Also ich würde es nicht schaffen, das kann ich so mal sagen, auch wenn ich zum Sport gehe. Aber ich glaube, die Power hätte ich nicht, ohne mir, glaube ich, meinen Rücken kaputt zu machen. Aber auch sowas erlebt ihr auf der FIBO, auch sowas könnt ihr hier mal ausprobieren. Ist auf jeden Fall auch eine interessante Geschichte. Aber man kriegt ja auch Tipps und Anweisungen, wie macht man das, wie sollst du das jetzt fassen. Also jeden, der fitnessbegeistert ist, kennt eigentlich die FIBO. Aber man sieht, die Dame hat ordentlich zu kämpfen, Griffkraft, das darf nicht wegrutschen. Aber kriegt sie die Kugel gehoben. Ja, man sieht, der hat sie ganz kurz, dann dreht sie wieder weg. Aber da muss man einiges tun. Und jetzt kriegt sie ein bisschen Hilfe, aber sie kriegt sie wenigstens gehoben, aber schnell weg, denn sonst ist dein Fuß, glaube ich, kaputt. Also man sieht, hier passiert einiges. Hier ist halt für jeden was dabei. Es gibt auch schöne Gespräche hier auf der Messe. Ich hatte jetzt gerade zwei Gespräche, muss man einfach auch mal sagen. Ihr wisst ja, wie ich bin, die waren schlecht. Da war die Firma, finde ich, ein bisschen komisch, wenn man so denkt. Ja, die wollten an sich nur was verkaufen. Das finde ich dann auch mal so ein bisschen schade, wenn man sich halt nur unterhalten möchte über das Produkt und an sich die Firma dir nur das Produkt sagen, verkaufen möchte am Ende. Das ist natürlich dann auch nicht so schön. Aber natürlich, die wollen natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Hier ist jetzt nicht so viel, dass du kannst auch ab und zu mal was gratis probieren. Aber es wird ja auch versucht, natürlich auch ein bisschen, natürlich auch Gewinn an dem Tag zu machen, weil du kannst jetzt nicht Shirts und alles umsonst rausgeben. Ihr wisst das, das kostet ja alles Geld. Ja.
Ich laufe mal wieder weiter. Wir gucken mal, was ich noch so sehe. Da hinten sehe ich was aus Berlin. Aber wie gesagt, die Bundeswehr ist auch da. Also sind in Massen Leute da, die hier die Sachen vorführen und auch natürlich ein bisschen zeigen, wenn du natürlich fitnessbegeistert bist. Vielleicht ist auch Thema Bundeswehr was für euch. Ja, ich laufe weiter. Mal gucken, was ich noch so sehe. Es ist gerade sehr, sehr ruhig. Es ist noch nicht mal Mittag. Aber das ist für mich natürlich schön. So kann ich ganz viele Produkte noch sehen, kennenlernen und mal schauen, was ich Schönes entdecke und was nicht. Wie zum Beispiel einen Batman. Den filmen wir noch und dann geht es in den nächsten Clip über. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hört irgendwas, denn hier ist sehr laut. Hier wird gerade ein Fitnesskurs gemacht. Wie ihr seht, mit Stöcken. Dass man ein bisschen powert. Hier ist halt auch Interaktion. Hier gibt es auch interaktive Videos, wo ihr mit einer VR-Brille zum Beispiel fliegen könnt. Wie man da hinten sieht auf dem Gerät. Hier könnt ihr Ballonspiele machen. Also gibt es wirklich auch die Fitness-Gaming-Area. Auch sehr, sehr interessant. Da hinten ein Spiel, wo ihr halt mit einem Ball die Wand treffen müsst. Also Fitness und Spiel verbinden. Hier gab es gerade Polite, auch ein sehr leckeres Getränk, habe ich gerade probiert, kann ich sehr empfehlen. So, hier hinten, hier ist es ein bisschen voller, hier muss ich gleich mal gucken, was ich noch so finde. Aber hier ist wirklich sehr, sehr, sehr viel einfach los und ich quetsche mich jetzt mal hier so ein bisschen durch. Ja, ihr Lieben, und hier bin ich jetzt auch bei Produkten, die Hanf und CBD anbieten. Das ist auch ein großes Thema. Ich habe gerade auch schon ein bisschen was probiert. Hier seht ihr das auch mal. Hier gibt es zum Beispiel solche Tees. Dieser Tee ist wirklich für Frauen sehr gut geeignet, wenn man halt wirklich seine Menstruationsbeschwerden und so hat. Das ist ja auch ein Thema, was man sich halt auch mit beschäftigt. Soll sehr gut wirken. CBD-Produkte. Hier gibt es auch Hanfprodukte, die ihr halt wirklich auch ganz normal halt snacken könnt. Habe ich gerade auch schon gemacht. Auch sehr, sehr interessant. Es sind halt wirklich sehr, sehr viele Produkte. Ich sage nochmal ciao, ich melde mich. Sehr gerne. Bis denn, viel Erfolg weiter, ciao. Aber es ist wirklich sehr schön, schönes Gespräch, viel über die Produkte erfahren. Und jetzt wird es auch langsam ein bisschen voller und auch lauter, wie ihr hört. Also das habt ihr gerade schon mitbekommen, es ist immer wieder mal laut. Das sind halt die Stände, wo es halt dann richtig zur Sache geht, wo halt Action ist. Ja, und jetzt schaue ich mal, was hier noch so ein bisschen los ist. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so intensiv wie jetzt so eine große Foodmesse. Aber wer natürlich fitnessbegeistert ist, wird ja seinen Spaß haben auf der Messe. Für mich ist es natürlich immer eine Erfahrung, hier mal ein bisschen was kennenzulernen, neue Produkte zu probieren. Und man schaut einfach mal, was es dann so gibt. Hier kann ich gleich auch nochmal mit jemandem sprechen. Aber wie gesagt, hier hinten sind so ein paar ja, gesunde Produkte, wo man einfach mal schaut, was so möglich ist. Und ja, ich laufe mal weiter. Und wenn ich wieder was sehe, wisst das, ich hole euch dazu. Ja, ihr Lieben, und ich war hier in der CBD-Area sehr, sehr aktiv, wie man sieht. Ich bin immer nämlich noch hier. Und das sind jetzt schon fast eine Stunde vergangen. Hier gibt es auch zum Beispiel vegane Kosmetik mit CBD. Es gab hier wirklich sehr, sehr viele Hanfprodukte. Das war wirklich sehr, sehr interessant, wo man halt immer guckt, was die Produkte so auf dem Markt haben. Und ja, der Markt wächst da. Das ist ja so eine neue Area. Es wird halt immer mehr, die halt hier ihre Produkte präsentieren. Hier ist auch ein Produkt aus Südtirol. Da kann ich vielleicht auch nochmal was nachfragen. Aber es ist wirklich sehr, sehr interessant. Wirklich dieser reine CBD-Markt. Ich weiß nicht, ob ihr CBD-Produkte habt oder selber benutzt. Sagt da mal Bescheid. Es gibt ja auch so Beauty-Areas. Ihr seht, die Damen dürfen sich ja auch alle gerne mal frisch schminken lassen. Die dürfen sich hier die Haare machen lassen. Das ist wirklich sehr, sehr viel hier auf der Messe. Ich bin da auch sehr, sehr überrascht, wie viel hier ist. Es gibt natürlich noch Kleidung. Aber wie gesagt, das ist ein großer Bereich, der immer mehr wächst. Und ich schaue mal, was ich noch für euch finde. Ich habe noch ein paar Stunden Zeit. Aber ihr kriegt immer mal einen schönen Eindruck, hoffe ich, von der Messe. So gut wie möglich. Und vielleicht seid ihr ja auch selber da und könnt mal berichten, wie ihr es gefunden habt. Ich laufe weiter und bin mal gespannt. Hier gibt es auch einen ADAC-Überschlagssimulator, wie ihr das da seht. Da setzt ihr euch in ein Auto und erlebt mal, wie es ist, wenn man in einem Auto sitzt und sich das Auto überschlägt. Ist, glaube ich, auch mal ein Erlebnis. Für mich heute nichts, denn ich muss Gespräche machen. Ja, ihr Lieben, da sieht man auch, Feuerwehr und Polizei ist auch da. Die machen hier gerade mal ein bisschen Cardio-Training, um einfach mal zu zeigen, was hier so geht. Ja, und ich habe gerade noch ein paar Sachen gesehen. Laufe jetzt mal weiter. Guck mal, hier ist wieder eine Marke, kenne ich auch noch nicht. Muss ich gleich mal ansprechen, werde ich gleich mal stehen bleiben. Könnt ihr also mal sehen, hier gibt es halt einige Sachen. Ich sage, es gibt halt verschiedenste Formen oder Firmen, die hier noch vertreten sind. Wie gesagt, ich zeige euch immer nur einen kleinen Ausschnitt.
Ich will euch nicht mit der Lautstärke auch übertünchen zum Beispiel, weil es ist wirklich laut an einigen Ständen. Und ich höre auch auf manchen Ohren nicht mehr so gut, muss ich sagen. Ich habe wirklich so ein leichtes Klingeln in den Ohren, weil es einfach so laut ist. Aber wie gesagt, hier gibt es immer wieder auch so Fitness-Ecken, wo ihr was machen könnt. Ihr könnt Kleidung kaufen. Hier geht es zum Beispiel um Zahnaufhellung, Bio-Zahnpasta. Also hier gibt es einige Produkte. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen quatschen und zeige euch gleich noch mal, was ich so in den anderen Hallen finde. So, ihr Lieben, und an dem Stand bin ich ja gerade so vorbeigelaufen, habe dann irgendwelche Produkte gesehen und dachte mir, ach, das sind ja so viele Produkte. Die zeige ich euch jetzt alle noch mal. Das ist ja das, was wir wollen. Ach, guck mal, hier gibt es eine Selfie-Wand. ja, was haben wir hier Schönes? Wir gucken also, es gibt Minutenbrot, also ein Brot, was ihr auch schnell zubereiten könnt in der Tasse. Hier gibt es noch viel Good-Produkte. Da seht ihr auch immer schon mal die Preise. Es gibt Schokoladen. Hier unten gibt es Huhn, Ente, also so als Sticks, also so wie eine Salami. Hier gibt es auch noch einen neuen Hafertrink. Ein Jahr alt zum Genießen. Auch ganz interessant. Von Münsterland. Da muss ich auch mal schauen. 1,50 Euro die Dose. Da wisst ihr auch, was der Spaß dann natürlich kostet. Hier haben wir T-Balls, Spice of Bite. Das habe ich auch schon gesehen, wollte ich auch immer mal probieren. Kann ich jetzt auf der Messe nicht direkt machen, muss ich mal danach haken. Ja, hier gibt es noch ein paar interessante Riegel. Ein Premium-Riegel mit Milchschokolade und Haselnuss. Hier gibt es noch den Zebra-Bar, Aromatropfen. Ja, hier gibt es nochmal Getränke von BioStyle. Die habe ich euch glaube ich vorhin schon mal gezeigt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da war ich schon mal bei irgendeinem Stand. Hier gibt es neue auch Haferdrinks von Holy. Zum Beispiel ein schwarzer Bio-Knoblauch. Da unten gibt es noch einen Soda-Bär. Das sind also verschiedene Soda-Limonaden. Hier gibt es Keto-Riegel. Da sieht man auch mal den Preis, falls euch das wieder interessiert. Ja, Beef Jerky wird auch getestet. Hier sind auch noch mal diese Riegel von gerade, die ich euch sagte. Hier zum Beispiel hier, Snackfy, Matcha mit Huhn. Bauernente und Kürbis mit Rind. Also wirklich solche Snacks. Natürlich ist jetzt nichts Veganes, aber es muss natürlich auch diese Produkte geben, die die Leute haben wollen. Hier gibt es noch ein Ara-Bar. Kenne ich persönlich gar nicht. Werde ich mich nach der Messe auch noch mal ordentlich mit beschäftigen. Ich glaube, hier an der Seite waren auch noch irgendwelche Produkte versteckt. Das sind jetzt nicht so die klassischen, aber ja, da habt ihr noch mal einige Food-Produkte gesehen. Dafür bin ich hier. Und jetzt laufen wir weiter und gucken, was es sonst noch gibt. Auf der FIBO. Oh, da gibt es auch wieder einen Stand für die Männer. Ein Schlagklotz, um zu sehen, wie kräftig ihr seid. Da haben die Männer wieder Spaß. Ja, ich laufe weiter und schau mal, was auf der FIBO noch zu entdecken gibt. Ja, ihr Lieben, und hier bin ich bei einer Marke, die ihr vielleicht schon kennt. K-Foods, die Haselnussprodukte. Die habe ich euch schon mal gezeigt. Die sind mega lecker. Und die haben auch eine Proteinvariante. Die kann ich euch hier auch noch mal zeigen. Das Raisin mit Protein. Ups, ich bin ein bisschen herangezoomt, sehe ich gerade. 20 Gramm Protein ist wirklich mit Haselnuss und Haselnusscreme in Schoko. Das ist wirklich eine Proteincreme, die könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal angucken. Ein sehr leckeres Produkt. Ja, und sonst gibt es hier noch einige andere Produkte. Hier gab es noch ein Getränk, da habe ich gerade auch drüber gesprochen. Das hat sehr viele Elektrolyte. Hier wird zum Beispiel Gym Glamour angeboten. Also der perfekte Stand für mich, wie ihr seht. Aber hier werden halt die Mädels probieren, hier direkt die neuen Kleidungsstücke an. Das ist halt auch ein Riesenthema auf so einer Messe, Kleidung und Co. Oh, da hinten ist noch Quese. Aber Fitbit ist auch da, die ihre Produkte anbieten. Also das sind halt verschiedenste Marken, die hier einfach vertreten sind. Es ist eine interessante, doch interessantere Messe, als ich dachte. Es gibt wirklich interessante Themen. Aber ja, ich laufe mal hier ein bisschen weiter. Ich quatsche jetzt mal mit Quese und ja, schau mal, was ich noch finde. Guck mal, Seitenbacher ist auch da. Nur, glaube ich, ohne die nervige Werbung. Na gut, ich laufe weiter. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, ihr Lieben, und ich bin hier gerade bei 2020 Breakfast. Das ist eine Frühstücksflockenmarke, die euch verschiedene Frühstücksflocken macht. Und ihr seht, es gibt eine Sorte mit Zimt, Kokosnuss, Schokolade und Erdbeere. Ich habe gerade alle drei schon probiert. Ihr seht die hier, oder alle drei, alle vier. Hier seht ihr die auch mal. Ihr seht auch, die legen ein bisschen Wert auf Proteine, sind mit Reismehl, haben wenig Zucker.
Also ein interessantes Produkt. Und ich kann auch sagen, die schmecken alle sehr, sehr gut. Also ich hatte wirklich, die Erdbeere schmeckt richtig krass nach Erdbeere. Die Kokosnuss hat einen schönen Kokosnussgeschmack, und das sage ich als Nicht-Kokosnuss-Fan. Das heißt also was? Zimt ist leckerer, wenn man sie mit Milch isst. Ich habe die also auch pur probiert. Also sehr, sehr interessantes Produkt. Solltet ihr euch mal angucken. Ja, und jetzt sind wir aus dieser Halle auf jeden Fall raus. Ich habe hier alles Wichtige gesehen. Und jetzt gucke ich mal, was es noch für Hallen gibt, bevor hier irgendwann der Abendverkehr eintritt. Ich muss ja gerade gucken. Wir haben jetzt 3:30. Das heißt also noch, ich habe noch ungefähr 2,5 Stunden. Also gucken wir mal, was es hier noch so gibt. So, ihr Lieben, hier ist es wieder ein bisschen lauter. Hier sind wir bei einer Halle für funktionales Training. Hier geht es also jetzt nicht mehr großartig um Food. Aber wie gesagt, wir sind ja auf einer Fitnessmesse. Also muss ich euch ja auch mal ein bisschen zeigen, was es hier sonst noch gibt. Und funktionales Training ist natürlich auch ein Bereich, wo wir jetzt einfach mal durchlaufen. Aber wie gesagt, ihr wisst, Foodshow ist ein Foodgewerbe, also einer oder ein Foodblog. Also müssen wir hier auch mal ein bisschen gucken, was es so gibt. Aber ich habe die meisten Foodhallen, muss ich sagen, jetzt schon gesehen. Aber so seht ihr mal ein bisschen, wie es auf einer FIBO aussieht, wenn ihr euch dafür interessiert. Die gibt es jedes Jahr. Also wird auch nächstes Jahr wieder stattfinden. Aber vielleicht seht ihr irgendwas, wo ihr sagt, hey, das würde ich gerne auch mal erleben. Hier würde ich gerne mal hin. Ihr könnt hier hin. Das kostet, glaube ich, das Ticket am Tag 13 Euro. Das ist also für jeden von euch, glaube ich, auch erschwinglich, wenn man mal eine FIBO erleben will. Und wie gesagt, es ist eine Messe, wo ihr halt auch als Nicht-Fachbesucher rein dürft. Da gibt es zum Beispiel auch Stepmania. Ja, wir laufen hier mal so ein bisschen rum. Ich guck mal, was ich sehe. Da hinten sind noch ein paar Foodfirmen, wie ich sehe, mit Getränken. Mit denen kann ich auch mal wieder quatschen. Aber wir gucken einfach mal weiter. Okay, ich bin vielleicht ein bisschen falsch gelaufen, sehe ich gerade. Aber ihr wisst es ja, ne? Messealltag, so sieht's aus. Ach, guck mal, hier kann man so da reinkommen. Achso, das ist ein anderer Eingang, weil ich bin über den Haupteingang reingekommen. Und ja, das ist immer ganz angenehm, wenn man den anderen Eingang hat. Ja, guck mal, hier gibt es auch ein Getränk. Hier kann ich doch mal drüber quatschen. Da muss ich gleich mal hinlaufen. Aber ihr seht hier noch ein paar Firmen. Hier sind Operationsstände, die Massagegans, ein Riesenthema hier auf der Messe, muss man sagen. Also Massagegans ist wirklich sehr, sehr viel. Aber ihr seht ja einiges. Ich quatsch jetzt mal mit dieser Marke, mit diesem Relax-Getränk und schau einfach mal, was es die so schönes machen und ob das schmeckt. So, ihr Lieben, jetzt hinten wird schon wieder fleißig Sport getrieben. Perfekt für mich, also gehe ich einmal schnell weg. Also, wie gesagt, ihr habt ja schon gehört, ich gehe ja auch zum Sport. Das ist nicht so, dass ich keinen Sport mache. Muss auch sein, wenn wir ein Hobby-Food-Schau, musst du die Kilos irgendwie loswerden und das geht nur mit Sport. Aber es ist wirklich interessant, das ist ein Getränk gewesen, was ich gerade euch gezeigt habe, wo ich vorbeigegangen bin. Also der da mit der großen Dose, der da läuft, ist ein CMX-Getränk mit Jutsu-Geschmack. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall vom Geschmack. Sollte man sich auf jeden Fall auch mal anschauen. Aber wie gesagt, ihr könnt auch auf der FIBO-Seite einfach mal so ein paar Sachen euch angucken. Da sind auch noch ein paar Infos drauf. Aber wie gesagt, wir laufen jetzt einfach mal hier weiter durch. Ach, ich sehe gerade, ich habe angezoomt. Sorry, Leute. Das ist, wenn ich nicht aufs Display gucken. Aber hier kann ich auch sagen, ich selber habe auch dieses Handtuch zu Hause, wenn ich zum Sport gehe. Kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte, dieses Handtuch. Macht auf jeden Fall damit sehr viel mehr Spaß, Sport zu machen, als mit anderen Tüchern. Muss ich wirklich so sagen, ist jetzt mal eine Werbung von mir selbst. Aber hier gibt es zum Beispiel auch Ballonsports. Ja, hier sind wir, glaube ich, schon durchgelaufen, sehe ich gerade, durch die Halle. Also flitze ich mit euch mal in eine andere Halle. Wo ist denn hier der Ausgang? Ach, da drüben. Hier können wir auch ein bisschen sitzen und essen. Es gibt Backwall-Produkte, es gibt Kissen. Ich sage, es ist eine multifunktionale Messe. Und ihr glaubt nicht, wie viel Zeit vergeht, wenn man über diese Messe läuft. Denn, wie gesagt, wir haben jetzt schon 16.30 Uhr, ich war um 9.30 Uhr hier. Und die Zeit läuft ja weg, gerade wenn du Gespräche führst. Wenn ihr die Messe so einzeln besucht, dann ist das ein bisschen entspannter. Weil ihr nicht in dem Sinn das macht, was ich eigentlich mache auf einer Messe. Aber ihr seht ja mal diesen Mittelgang, jetzt geht man in einen anderen Hallenbereich. Und ich schaue jetzt mal, wo es hier weitergeht. Das ist Halle 6, das ist Halle 8. Und da hinten müsste, glaube ich, auch noch eine Halle sein. Ich laufe einfach mal mit euch. Aber das ist der Messealltag. Und wäre auch mal interessant, mögt ihr es? Würdet ihr auf so ein Messen gehen wollen? Also hättet ihr Spaß dran? Oder sagt ihr, boah, nee, das ist mir viel zu stressig und viel zu voll?
Das ist natürlich auch ein Thema, wie gesagt, jetzt durch Corona war das ja alles auch ein bisschen ruhiger. Jetzt ist ja die erste Messe ohne Corona-Auflagen. Also man sieht ja einfach, man darf sich hier frei bewegen. Du kannst Maske tragen, du musst sie nicht tragen. Es gibt überall Desinfektionsspender immer noch. Also es sind wirklich interessante Sachen. Aber ich muss mal gucken, Halle 8 ist ganz hinten. Muss ich so weit noch laufen? Naja, laufe ich mal so weit. Hier sehen wir dann Halle 7. Hier oben kann man dann auch immer sehen, was in der Halle halt gemacht wird. Da seht ihr halt so den Flyer und dann könnt ihr halt sehen, was in welcher Halle ist. Damit man halt so einen kleinen Überblick hat. Aber die Foodhallen haben wir halt weitestgehend durch. Man hat meistens noch mal so eine kleine Firma dazwischen. Ich guck mal, was ich euch noch ins Video schneide. Oder was halt nicht ganz so interessant ist. Aber ja, das ist halt der Alltag auf einer Messe als Blogger. Hier drüben sitzen schon wieder die Mädels auf dem Fahrrad und motivieren die Leute, dass sie doch mal bitte mitmachen sollen. Das ist halt auch immer ein Thema. Man muss halt immer was machen, um die Leute hier zu animieren. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, als Fachbesucher hier hinzukommen, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, euch darüber anzumelden, über Kontakte, kommt am Fachbesuchertag, das ist einfach nur ein Tipp, wenn ihr da eine Chance habt. Denn ich kann euch sagen, Samstag, Sonntag ist hier die Hölle los. Es ist wirklich so. Also Samstag, Sonntag sind die heftigsten Tage bei der FIBO, denn das ist einfach rappelvoll. Denn, wie gesagt, ihr dürft ja alle dann hier rein. Aber mal gucken, ich laufe weiter, hier essen ganz viele. Ich habe schon so viel probiert heute, darum muss ich nichts mehr essen. Also man hat hier wirklich verschiedenste Stände, wo du mal was probieren kannst, auch von Insekten oder Eis. Getränke bekommst du auch. Also man darf ja überall mal was probieren, das ist ja auch schön so. Und jetzt laufen wir mal in Halle 8 direkt rein. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie weit ich auch immer laufen muss. Und ich weiß gar nicht, wie viele Schritte ich heute schon habe. Ich kann mal auf meine Uhr nebenbei gucken. Weiß gar nicht, sind wir schon aktuell? Das kann nicht ganz passen. 4000 Schritte erst, okay, ich muss auch viel stehen bleiben. Aber ich glaube, am Ende der Halle schaffe ich meine 10.000 Schritte und 8 Stunden lang wach sein. Naja, aber jetzt sind wir in einer der nächsten Hallen. Ihr seht jetzt auch, hier ist es ein bisschen ruhiger. Hier sind jetzt nicht so diese Eventstationen. Hier geht es wirklich mehr wieder um Schönheit, wie zum Beispiel hier ein Fitnesswagen, der auch schön aussieht. Sowas wird natürlich auch auf einer Messe angeboten. Saunas, also verschiedenste Sachen, damit man halt so viel kennenlernt wie möglich, wie Spinde aussehen könnten für Fitnessstudios, Elektroreiztherapie. Ach guck mal, hier ist der Haupteingang Nord, aber da muss ich nicht hin. Ich muss dann wieder zur Ost laufen, hier oben sieht man mal den Hallenplan. Man muss ja schon ein bisschen laufen. Und jetzt, wenn ihr auf der Anuga seid, sind alle Hallen ausgebucht. Hier sind jetzt nur 6 Hallen. Wenn alle Hallen ausgebucht sind, brauchst du einfach deine 3 bis 4 Tage, um alles zu sehen. Es ist wirklich anstrengend, aber macht halt Spaß. Und ihr wisst es ja. Ich mache das gerne. Auch für euch, dass ihr auch Spaß habt. Aber wir gucken mal, was ich hier noch so entdecke. Aber hier scheint es gerade nicht ganz so interessant zu sein. Doch mache ich einmal kurz aus. Ja, ihr Lieben, und jetzt bin ich mal wieder in einer anderen Halle. Ich habe mal gewechselt. Und hier sieht man auch, geht es wieder sehr um Fitnessprodukte. Trainingsplatten, EMS-Geräte, Trainingsgeräte. Also, ihr könnt hier viel erleben. Aber ich glaube, mit Food werde ich nicht mehr so viel entdecken. Ich habe gerade noch eine Kaffeemarke entdeckt, der war auch ganz süß. Also, wirklich schöne Verpackung. Der Mann, der Verkäufer, war auch ein toller Mensch. Das macht dann Spaß, da nochmal drüber zu quatschen. Kann ich euch sicher mal vorstellen. Ich habe jetzt, glaube ich, kein Video an der Stelle gemacht. Aber manchmal schaffe ich das auch einfach nicht. Oder man geht im Gespräch dann unter. Ich habe jetzt noch knapp eine Stunde. Dann geht die Messe auch schon zu Ende für mich. Und wir laufen einfach mal quer drüber. Und schauen mal, was hier noch so ist. Vielleicht seht ihr auch was, wo ihr sagt, boah, geil. Sowas hätte ich auch gern zu Hause. Ja. Aber ich muss sagen, wir sind jetzt 9 Stunden fast auf einer Messe oder 8 Stunden, habe ich auch schon langsam ein bisschen Rückenschmerzen. Und das auf einer Fitnessmesse. Aber das ist halt dieses viele Stehen, eigentlich nicht sitzen, nur am Laufen. Da muss man die Ausdauer haben. Zum Glück kann ich gleich einfach 2 Stunden im Auto sitzen und entspannt nach Hause fahren, ohne viel Arbeit. Ja, aber ihr seht, hier ist es einfach nur laut, viele Geräte. Das ist halt Messe auf der FIBO.
Aber ich kann euch gerade gar nicht so viel erzählen. Ne? Ich habe auch viel geredet heute, also nicht wundern. Aber nach 8 Stunden Reden hast du keine Kraft mehr. Da wird sogar ein Live-Gemälde gemalt. Aber ich glaube, ich finde keine Food-Geräte mehr. Food-Geräte. Food-Produkte mehr. 8.990 Euro. Boah, Schnapper, würde ich mal sagen. Aber wir gucken mal, ob ich noch was entdecke. Soll ich euch noch nebenbei was singen? Aber ich glaube, das will keiner. Aber hier ist wirklich gerade gar nichts für... Also was jetzt Food interessant ist. Wir werden natürlich auch noch einige Food-Messen besuchen in Zukunft. Macht euch da keine Sorgen. Ihr werdet dieses Jahr einiges noch erleben bei mir auf dem Kanal. Was mit Thema Food zu tun hat, natürlich auch täglich die Videos. Vielleicht mal, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Messe bin, dann werde ich es manchmal nicht schaffen mit den Videos. Aber wenn ihr mal einen Tag ohne Video auskommen müsst, ist das auch nicht schlimm. Dafür habt ihr was anderes gesehen. Aber ich glaube, hier ist auch nicht mehr so viel für mich. Ich halte immer die Augen offen. Ihr seht das gar nicht, wo ich eigentlich die ganze Zeit immer hingucke nebenbei. Wir sollten mal vielleicht so einen Augentracker installieren auf meiner Kamera, dass ihr mal seht, wie schnell eigentlich mein Kopf sich immer hin und her bewegt auf einer Messe. Aber ja, hier ist, glaube ich, nicht so viel. Wie gesagt, Fitnessgeräte. 3D-Planung, Techno-Gym. Das ist das, was wo ich trainiere in meinem Fitnessstudio in Paderborn. Also ist halt ein höherpreisiges. Da zahlst du halt so um die 50 Euro Gebühr. Dafür hast du aber diese Techno-Gym-Geräte. Das finde ich ganz schön. Die stellen sich immer auf dich ein. Du hast so einen kleinen Chip, da steckst deinen Schlüssel rein und dann stellt sich das Gerät immer auf dich genau ein mit deiner vorigen Gewichtsstufe. Ist eine schöne Sache. Finde ich auch wirklich angenehm. Und man muss ja einfach was tun. Hilft nichts. Gerade bei den Sachen, die ich so esse, muss ich immer regelmäßig was tun. Aber ja, wir sind einmal fast durchgelaufen, 4 Minuten lang. Ich gehe schon wieder dem Ende zu. Ihr habt jetzt viel gesehen, was hier so angeboten wird. Aber leider nichts zu essen. Ich hätte euch ja Essen gerne gezeigt. Aber ich habe noch eine Halle und dann bin ich schon durch. Also schauen wir mal, ob ich vielleicht in der letzten Halle noch irgendwas entdecke. So ihr Lieben, letzte Halle. Es sieht genauso aus wie eine Halle davor, muss ich schon was sagen. Wieder viele Geräte. Es ist einfach wahnsinnig, wie viele Fitnessgeräte es einfach gibt. Aber wir laufen hier auch noch mal ein bisschen rum. Dann habt ihr die FIBO gesehen, falls ihr auch nicht da wart. Und man schaut mal, was hier noch geht. Okay, ich dachte gerade, der ist von einer Foodmarke, weil ich das Logo kannte. Aber das war keine Foodmarke. Dann sieht nur aus wie die Foodmarke. Das ist dann auch mal ein bisschen blöd, wenn man aussieht wie von einer Marke, die mit Essen zu tun hat, die aber dann gar keine ist. Aber naja. Wir laufen hier mal weiter. Sorry, wenn ich jetzt einmal ganz kurz an mein Mikro fasse, weil ich gar nicht weiß, wo ich das platziert habe gerade. Ach, hier oben ist es. Ich dachte gerade, ich hoffe, ihr habt mich die ganze Zeit gehört und es hat nicht gerauscht. Und jetzt ist es mir runtergefallen. Ja, ihr Lieben, ich richte mal mein Mikro gerade. Aber dass es mir runterfällt, das war natürlich nicht der Plan. Nebenbei seht ihr aber, was hier noch so passiert. Und bekommt nochmal einen kleinen Eindruck von der Messe. Ich habe, glaube ich, gerade nur meinen Windschutz verloren, was nicht schlimm ist. Den kann ich mir nachkaufen. Den hatte ich auf dem... eigentlich auf dem Mikro noch mit drauf. Aber ich hoffe, es hat jetzt nicht die ganze Zeit geraschelt. Ich versuche das sonst im Video irgendwie ein bisschen auszugleichen, wenn das geht. Oder ich muss diese Parts weglassen, wo ich das nicht gesehen habe. Aber ja. Fitness. Ah, der Bob von der Foodschau möchte Food. Wo sind die Foodprodukte? Wir wollen doch was Leckeres zu essen. Thank you.
Ja, ihr Lieben, ich glaube, so viel werdet ihr hier nicht sehen, wie ihr seht. Also in noch mehr Fitnessgeräte. Ich drehe noch meine Runde. Wenn ich was sehe, hole ich euch nochmal dazu. Und wenn nicht, verabschiede ich mich gleich von euch nochmal. Und ja, wir schauen mal, was die FIBO so für schöne Produkte hatte oder nicht. Ja, ihr Lieben, und jetzt bin ich wieder da, wo ich reingekommen bin, nämlich am Eingang der FIBO. Die FIBO ist vorbei. Ich habe jetzt alles gesehen. Ich war bis 18 Uhr jetzt hier. Ihr habt eigentlich auch alles gesehen, was geht. Ein paar Food-Produkte waren dabei. Natürlich auch sehr, sehr viel Fitness. Ich habe sehr, sehr viele Kontakte gesammelt. Also meine Visitenkarten-Portemonnaie ist rabbelvoll mit Visitenkarten. Also ich habe sehr viel gequatscht und ja, mal gucken, was ich davon auch für euch noch testen kann. Also einige Produkte werden wir sicher auf meinem Kanal testen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Einige durfte ich schon probieren, aber ich möchte sie euch natürlich auch nochmal zeigen. Darum wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Abend oder Tag. Ich fahre jetzt erstmal in den Testsupermarkt. Vielleicht finde ich da auch nochmal schöne Sachen. Und dann fahre ich noch entspannt nach Hause. Darum euch einen schönen Abend. Danke fürs Foodschauen auf der FIBO 2022. Und wir sehen uns in eines der nächsten Videos oder auf der nächsten Messe.